Einen wunderschönen, liebe Leute. Eine der meistgestellten Fragen, die mich so erreicht, ist, wie schließt man eigentlich ein Mischpult richtig an den Rechner an? Es gibt zwar Mischpulte wie Sand am Meer, aber die grundlegenden Anschlussmöglichkeiten sind eigentlich überall gleich. Deshalb werde ich euch im Folgenden mal zwei Möglichkeiten zeigen, wie das üblicherweise geht. Einmal über USB und einmal analog. Damit es jetzt richtig losgehen kann, schließen wir zunächst unser Mikrofon an, zusammen mit unserem Kopfhörer, damit wir kontrollieren können, was wir eigentlich genau aufnehmen. Handelt es sich bei unserem Mikrofon um ein Kondensatormikrofon, können wir schon mal die Phantomspeisung aktivieren und den Gain auf ca. die Hälfte aufdrehen. Damit wir gleich auch in unseren Aufnahmen etwas hören, sollten wir auch den Kanalfader und den Mainfader auf die 0 dB Marke schieben. Ist das alles erledigt, können wir jetzt unser Gerät an den PC anschließen. Zunächst schauen wir uns die USB-Variante an. Dazu schließen wir einfach unser USB-Kabel an das Gerät an und das andere Ende an den PC. Sofern alle Treiber installiert sind, sollte euer Mischpult nun in den Soundeinstellungen von Windows auftauchen. In meinem Fall tauchen eine ganze Menge Geräte auf. Das liegt daran, dass dieses Mischpult mehr als einen digitalen Ausgang hat. Dieser sendet nämlich jeden Kanal einzeln an den PC. In den meisten Fällen habt ihr allerdings nur einen Stereokanal, der an den PC geht, und das ist in diesem Fall bei mir der Main LR. Mit einem einfachen Klick könnt ihr dieses Gerät nun als neues Standardgerät für eure Aufnahmeanwendung einstellen. Unter dem Reiter Wiedergabe könnt ihr zudem einstellen, dass euer Signal vom PC über USB an das Mischpult gesendet werden soll, um es da zu verwerten. Dann kann es auch schon mit der Aufnahme losgehen. In meinem Fall habe ich mal Audacity geöffnet und prüfe nochmal nach, ob ich denn als Ausgabe- und Aufnahmegerät die richtigen eingestellt habe. Da ich gerade nur das Mikrofon aufnehme, wähle ich eine Monospur aus. Wenn ich etwas mehr brauche, wie zum Beispiel Ingame-Sound mit dabei, dann kann man eine Stereospur aufnehmen, um alles dabei zu haben. Hat euer Mischpult keinen USB-Anschluss oder wollt ihr aus einem anderen Grund darauf verzichten, hängt es stark von eurem Mischpult ab, wie ihr es anschließen könnt. Meistens gibt es zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Nehmt ihr wie hier zu sehen den Main-Out mit zwei großen Mono-Klinken, benötigt ihr ein Kabel mit zweimal Mono-Klinke auf eine normale Stereo-Klinke wie hier zu sehen. Ein Cinch-zu-Klink-Kabel könnt ihr verwenden, falls euer Mischpult einen sogenannten Tape-Out hat. Den seht ihr hier zum Beispiel. In dem Fall könnt ihr einfach euer Cinch-Kabel daran anschließen und das andere Ende des Kabels hinten an eure Soundkarte stecken. Normalerweise hat eure Soundkarte einen roten, einen grünen und einen blauen Anschluss. Der blaue ist der Line-Eingang und den solltet ihr für das Mischpult verwenden. Nachdem ihr das Mischpult angeschlossen habt, sollte es wieder in den Soundeinstellungen erscheinen, genauso wie bei USB. Auch jetzt könnt ihr wieder das Gerät als Standardaufnahmegerät festlegen, damit es in euren Aufnahmeprogrammen automatisch ausgewählt ist. Setzt den Aufnahmepegel auf 100%, denn die eigentliche Lautstärkeeinstellung wird über das Mischpult jetzt selbst geregelt. Jetzt seid ihr wieder bereit für die Aufnahme, startet euer Aufnahmeprogramm, prüft nochmal das richtige Eingangs- und Ausgangsgerät und schon könnt ihr mit der Aufnahme an sich loslegen. Falls eure Soundkarte keinen blauen Line-In hat, könnt ihr auch den roten Mikrofoneingang verwenden. Dabei gibt es allerdings eine Kleinigkeit zu beachten. So müsst ihr unbedingt dafür sorgen, dass die zusätzliche Mikrofonverstärkung in den Windows-Einstellungen bzw. in den Treiber-Einstellungen deaktiviert ist und sorgt dafür, dass gegebenenfalls eine Rauschunterdrückung, die eingestellt sein könnte, deaktiviert wird, denn diese macht den Sound erheblich schlechter. Das war's von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare damit.